Bei den Forstarena Praxisreports stellen wir euch unsere Kunden vor, deren Maschinen, deren Einsätze und auch deren Betrieb. Da landen wir dann auch bei richtigen forstwirtschaftlichen Wetter hier im Herbst in Hannover. Heute sind wir beim Forst- und Landwirtschaftlichen Lohnunternehmen Christoph Prange und stellen euch den L16 mit 4-Rad Power 3 Radantrieb vor. Arena Praxisreport, powered by Pfanzelt. Sebastian Prange ist mit dem Rückewagen im Einsatz, um schwere Buchenstämme aus dem Wald zu fahren. Mit einem zweiten Schlepper rückt sein Vater Christoph das Langholz zum Lagerplatz. Zusammen betreiben die beiden ein forst- und landwirtschaftliches Lohnunternehmen in Barsinghausen, westlich von Hannover. Borkenkäfer und sommerliche Trockenheit haben dafür gesorgt, dass die Arbeit im Bereich der Forstwirtschaft immer mehr wurde. Deshalb hat sich der Unternehmer vergangenes Jahr zum Kauf eines Pfanzelt L16 Rückeanhängers entschieden. Das mittlere Modell aus der Logline-Baureihe, die für den kompromisslosen Profi-Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert wurde. Hauptargumente für den Kauf waren die stabile Bauweise und die umfangreiche Serienausstattung, zu der auch der große Kran gehört, den Pfanzelt auch beim PM-Truck verbaut. An Auslastung mangelt es nicht. Seit der Auslieferung vor knapp 6 Monaten war der Anhänger schon 700 Stunden im Einsatz. Der bisherige Rückewagen, ein 8 Jahre alter Pfanzelt 1480, bleibt zur Überbrückung von Arbeitsspitzen weiterhin im Betrieb. Mit dieser Maschine waren Christoph und Sebastian Prange immer sehr zufrieden. Daher sind sie dem Hersteller aus dem Allgäu auch bei der Neuanschaffung treu geblieben. Wir sind seit 2004 Kunde bei Pfanzelt und haben uns in den vergangenen Jahren immer sehr wohl gefühlt bei Pfanzelt. Der Service und auch die Kundenberatung war gut. Also Firma Pfanzelt ist sicherlich nicht der billigste Anbieter, aber die Qualität ist doch schon eine andere und auch was nach dem Kauf kommt. Die Ersatzteilversorgung sowie der Service ist einmalig, auch zügig. Und wir haben gesagt, wenn es einen deutschen Hersteller gibt, der uns Maschinen bauen kann, so wie wir die uns vorstellen, dann möchten wir auch das Geld in Deutschland lassen. Und deswegen unterstützen wir Firma Pfanzelt, weil wir auch mit den Produkten zufrieden sind. Bei diesem Laubholzeinschlag wurden die Bäume mit der Krone zur Rückegasse hingefällt und dann die Sortimente herausgeschnitten. Mit dem Kran sortiert Sebastian Astwerk und Nutzholz auseinander. Eine Besonderheit ist sicherlich der geteilte Hydrauliksteuerblock. Ja, also wir haben uns für einen geteilten Steuerblock entschieden, sodass der Kran schneller läuft, dass die Funktionen alle gleichmäßig mit dem Öl beschickt werden. Und das merkt man halt auch zu dem vergangenen Rückewagen, wo man halt noch Standardsteuerblock hatte. Da ging das halt alles langsamer, weil halt das Öl durch die ganze Sektion erst durch musste. Und hier ist es so, dass halt ab der Hälfte nochmal Öl in den Steuerblock eingeführt wird. Und wie gesagt, die Hubkraft bei dem 7185 ist wirklich bemerkenswert. Und wir haben, wie gesagt, bis jetzt noch keine Schwächen an dem Kran festgestellt. Für uns ist die Meinung, dass der L16 für uns schon im Betrieb wirklich gut passt. Weil, wie gesagt, die Größe passt dazu. Der Kran ist halt bei dem starken Laubholz schon an der richtigen Stelle. Christoph und Sebastian Prange arbeiten oft unter schwierigen Verhältnissen. Deshalb haben sie den Rückeanhänger mit dem hydraulischen Radantrieb Power Drive an allen 4 Rädern ausgestattet. Von der enormen Schubkraft sind Vater und Sohn restlos begeistert. Ja, ich bin positiv überrascht, weil wir das ja früher von Öleilrad, von Schleppern her kennen. Wenn es denn extrem wurde, dann sind diese Radmotoren oder Räder doch stehen geblieben, wenn es richtig matschig war. Und das war, naja, meine Bedenken zum Anfang, aber da gibt es keine Beanstandung. Der hat also
eine Traktion, das ist einmalig. Was halt so ist, er ist kraftintensiv, also der N174 Valtra von der Leistung her sollte schon als Minimum vorhanden sein. Aber dadurch kann man halt dann auch die volle Kraft des Radantriebes mit ausnutzen. Wir haben bis jetzt noch nie erlebt, dass wir jetzt einen Hang nicht hochgekommen sind oder irgendwo nicht rausgekommen sind. Also die Schubkraft der Radantriebe bin ich begeistert von. Im Sommer war es halt so, dann haben wir Fichte gerückt und das war halt auch ein bisschen kopiertes Gelände. Und da meinte ein Rückezugfahrer zu uns, dass wir halt unten lang fahren müssen. Und ja, wir haben dann aber halt den Weg durch die Rückegasse genommen, die halt den Berg hochging. Und da bin ich dann halt auch hochgefahren ohne Probleme. Und im Nachhinein meinte der Fahrer dann zu mir, dass er da nicht hochgekommen wäre mit seinem Rückezug maximal, wenn er vielleicht noch Bänder aufgezogen hätte. Und wir fahren generell das ganze Jahr ohne Ketten, ohne Bänder, weil wir halt auch frühzeitig, wenn es zu feucht wird, frühzeitig aufhören. Mit dem Radantrieb kann Sebastian schon beim Bergauffahren in der Rückegasse Holz zuladen. Die hydraulische Schwenkdeichsel und eine Rückfahrkamera im Rahmen helfen ihm beim Rangieren. Anstelle einer Forst-Spezialmaschine haben sich die Unternehmer ganz bewusst für einen Traktor mit Rückewagen entschieden. Sebastian erklärt, warum. Weil wir in der Kombination Schlepper und Rückewagen leichter sind als Forst-Spezialmaschine. Und wir können halt im Sommer auch den Schlepper landwirtschaftlich benutzen. Beziehungsweise wir haben 3 Valtra-Schlepper und so können wir halt auch individuell tauschen, die Trecker tauschen, wenn es mal nötig tut. Wir sind also nicht gebunden an eine Maschine. Nachdem Sebastian die Stämme auf den Wagen geladen hat, putzt er die Rückegasse mit einem Rechen am Kran aus. Eine Maßnahme, die sein Vater schon vor vielen Jahren eingeführt hat, um die teuren Maschinen zu schonen. Also wenn dieses ganze Reisigmaterial, Äste, in der Rückegasse verbleiben und da werden die dicken Stämme drüber weggezogen, selbst über den kleinsten Knüppel, das gibt jedes Mal einen Schlag auf den Schlepper. Der macht das ein Jahr mit, vielleicht auch 3 Jahre, aber irgendwann reißt denn hier der Rahmen und da reißt was. Und das kommt nur von diesem Gewürge, wenn man die dicken Stämme über das Restholz drüber wegreißt. Deswegen machen wir die Rückegassen sauber. Und das behalten wir bei. Das mache ich seit 15 Jahren so. Und auch wenn das von anderen Unternehmern belächelt wird, dass wir die Gassen sauber machen, wir legen vernünftige Arbeit ab. Und das ist mein Steckenpferd und das bleibt auch so. Lange Stämme zieht Sebastian mit dem Kran aus dem Bestand, damit sie seinen Vater mit der Rückezange erreicht. Wie ein Uhrwerk arbeiten die beiden eingespielt zusammen. Man ergänzt sich gegenseitig und der Vorteil bei uns ist einfach, dass jeder weiß, wie der andere reagiert, wie sein Verhalten gegenüber manchen Situationen ist. Und da kann man sich halt auch blind drauf verlassen, dass man auch, wenn man mit der Maschine und einer an der Motorsäge arbeitet, dass man sich auch blind gegenseitig vertrauen kann, ohne dass man immer Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Der zweite Valtra N174 trägt eine S-Line-Seilwinde an der Fronthydraulik. Diese nutzt der Forstunternehmer für den Holzeinschlag und um weiter entfernte Stämme an die Rückegasse zu ziehen. Christoph und Sebastian Prange arbeiten als Zwei-Mann-Betrieb. Jedes Jahr schlagen sie zwischen 10.000 und 12.000 Festmeter Holz ein. Gerne würden die beiden weiter expandieren, aber sie finden keinen Mitarbeiter. Die Ernte von starkem Laubholz ist schwere Handarbeit und immer weniger Leute wollen draußen mit der Motorsäge arbeiten. Sebastian hingegen liebt seinen Job. Der gelernte Landwirt ist vor gut 3 Jahren in den Betrieb seines Vaters eingestiegen und bereut diesen Schritt nicht. Die Kombination macht es. Also es gibt natürlich Tage, wenn es regnet oder wenn es schneit oder wenn Nieselwetter ist, da macht es natürlich, sagen wir mal, weniger Spaß. Aber dann gibt es halt auch wieder Tage, wo das Wetter schön ist, wo man auch schön was schafft, wo es dann auch wieder Spaß macht. Ich denke, das ist aber in jedem Beruf so, dass es Tage gibt, die halt nicht so gut laufen oder verlaufen und es gibt Tage, die halt wirklich gut verlaufen. Und die Kombination ist es halt einfach. Man ist draußen, man arbeitet mit der Natur. Ja, und das macht mir Spaß und das hoffe ich bleibt auch weiterhin so. Jetzt habt ihr gesehen, der Vierrad Powerdrive hat richtig Leistung und schiebt das ganze Gespann über den Berg rauf.
Alle technischen Details des Rückanhängers seht ihr im Produktvideo auf diesem YouTube-Kanal.